Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Grüninnen. Wir haben heute schon so einiges von den großartigen Segnungen dieses Bildungsetats gehört. Da kommt gleich noch was Besseres. Wir reden hier von 17,5 Milliarden Euro. Die Bundesregierung erhebt damit den Anspruch, dass, Zitat, unser Land die beste Bildung für unsere Kinder bekommt. Wird das mit diesem Haushaltsentwurf erreicht? Im Haushaltsplan gibt es einige gute und einige schlechte Ansätze. Ein positives Beispiel, 331 Milliarden Euro sollen in die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung fließen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Ein negatives Beispiel, finanziert wird ebenfalls das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam, das maßgeblich am Klimaschutzplan 2050 mitgewirkt hat. Eine Mitarbeiterin, nennen wir sie Frau E., bezeichnet Windkraftgegner und Kritiker der Energiewende als, Zitat, Wissenschaftshasser. Frau E. muss es wissen, denn schließlich hat sie die geballte Kompetenz als Umweltsoziologin. Ja. Jetzt mal kurz als Erklärung, warum ich das kritisiere. Wenn Sie sich mal angucken, wie Klimamodelle funktionieren. Das ist ein komplexes System von Differentialgleichungen, gewöhnliche, ordinäre. Und da fehlt einfach das Rüstwerkzeug. Eine Umweltsoziologin kriegt das nicht im Detail hin. Und dann so eine Kritik zu machen, das ist unwissenschaftlich. Kritiker werden diffamiert und das lassen wir nicht zu. Dieses Institut soll jetzt mit 250.000 Euro zusätzlich gefördert werden. Wir sagen, das ist zu unwissenschaftlich. Weg damit. Ein anderes Thema, das ist das Verhältnis zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Frau Kalitschek hat es angesprochen. Es beginnt fast 60% eines Jahrganges ein Studium. Handwerker und Kleinunternehmer beklagen sich über immer geringeres Interesse an Ausbildungsberufen. Wir sind mittlerweile in Bildungskultur angekommen. Promovierter Mathematiker, deswegen kann ich über Differentialgleichungssysteme und Klimamodelle reden. Ja? Die Ausbildungsberufe genießen immer eine geringere Wertschätzung. Es herrscht oft die Meinung, dass man ohne Studium weniger wert ist. Und das ist so fatal wie falsch, weil es nachher zu viele Jugendliche in die Universitäten treibt. Damit beginnt ein Verdrängungswettbewerb, wo der studierte Betriebswirt nachher den gelernten Kaufmann ersetzt. Diese Fehlentwicklung erkennen wir. Wir erkennen allerdings im Haushaltsentwurf keine ernsthaften Bemühungen. Ich habe mir mal angeguckt, welche Fördermaßnahmen wir für Studenten haben und welche für Ausbildung. Wenn man sich die der Studenten anguckt, da kommen wir auf ca. 4 Milliarden Euro. Guckt man sich die der Ausbildungsberufe an, haben wir 3 Positionen mit 400 Millionen Euro. Begabtenförderung bei den Handwerksberufen 50 Millionen, bei den Studenten 260 Millionen, also Faktor 5. Frau Kalitschek, ich zitiere Sie, es ist Ihnen ein persönliches Anliegen, die berufliche Bildung wieder die Wertschätzung erhält, die sie verdient. Das ist in dem Haushaltsentwurf nicht sichtbar. Es bleiben aber noch viele Fragen offen. Die größte bildungspolitische Herausforderung haben wir heute noch viel zu wenig erwähnt. Das ist die Migration. Natürlich. Um Sie mal mit etwas Realität zu konfrontieren. Die Autorin Ingrid Freimuth, sie ist Diplompädagogin, hat 40 Jahre an Haupt- und Realschulen gelehrt. Sie hat letztens ein Buch rausgebracht, Lehrer am Limit, warum die Integration scheitert. Die FAZ hat vor ein paar Tagen darüber berichtet. Und ich zitiere jetzt aus diesem Artikel, Frau Freimuth kritisiert, Zitat, eine immer schwierigere und heterogene Schülerschaft in überfüllten Klassen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, in denen einige Alpha-Exemplare der männlichen Schülerschaft den Ton angeben. Ihnen ist mit deeskalierenden verbalen Mitteln nicht beizukommen. Sie verstehen nur das Prinzip der Rangordnung und das Recht des Stärkeren. Das sagt eine Lehrerin. Sie hat Erfahrung, sie kriegt das vor Ort mit. Weiter kritisiert sie die sozialstaatliche Verhätschelung, mit der einer bestimmten Klientel systematisch Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative abtrainiert wird. Das reicht auch noch weit über die Schule hinaus. Sie wirft den Politikern vor, dass die Lehrerschaft mit diesem Problem alleine gelassen wird. Wie gesagt, das sagt eine Lehrerin, die 40 Jahre Erfahrung hat. Auch in diesem Haushaltsentwurf gibt es keine Lösung für dieses Problem. So, wir lassen im Prinzip unsere Lehrer alleine. Frau Freimuth setzt sich für ihre Schüler ein. Sie will Verantwortung übernehmen. Sie hat in ihrer Freizeit Nachhilfe gegeben und war wirklich bemüht, den Kindern was beizubringen. Aber, wir haben gerade die Beschreibung gehört, das kriegt sie nicht mehr hin. Und die Probleme werden hier in Berlin nicht gehört. Und da muss ich auch sagen, Frau Kalitschek, das ist sicherlich keine Lösung, Tablets und Whiteboards zu kaufen für die Schulen. Digitalisierung hilft ihnen nicht weiter, wir müssen die Ursache der Probleme angehen. Und
um noch mal auf die Grünen kurz einzugehen. Sie haben gerade Integrationskurse erwähnt. Gucken Sie sich mal die Zahlen des Bundesministeriums für Migration an. Wir geben 600 Millionen Euro aus für Integrationskurse. Circa die Hälfte der Teilnehmer kommt nicht durch. Die kommen da zum Teil gar nicht mehr hin. Das heißt, diese Maßnahme funktioniert nicht. Da müssen wir mit mehr Zwang ran, muss man ganz klar sagen. Wer diese Integrationskurse nicht besucht, dem gehören Leistungen gekürzt. Und diese Probleme werden hier ignoriert. Wir denken an Frau Freimuth, die Lehrerin. Wie wollen wir denn auch diese Probleme hören? Leider werden zu den Ausschusssitzungen nur Präsidenten großer Forschungseinrichtungen eingeladen, um über ihre Arbeit zu berichten. Kleine Leute finden dort kein Gehör. Wir freuen uns, dass wir das bald ändern können. Und ich freue mich auch bald, wenn Sie Ihre Denkblockade lösen, damit wirklich bessere Bildung für unsere Kinder auch tatsächlich ermöglicht wird. Wir sind es unseren Kindern schuldig. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Sven Schulz für die SPD-Fraktion.